Viele Emotionen und immer wieder eine Botschaft. Something is going to happen here that will change the course of history. Wenn wir als Christen den richtigen Code haben und wissen, wie er lautet und wissen, was das für uns bedeutet, dann öffnen sich für uns gigantische Welten von Gott, die unser ganzes Leben prägen. Ich habe wirklich geglaubt, was da gesagt wurde. Wenn du an Gott glaubst, wenn du betest, dann wird alles gut. Aber dann merkte ich, boah, das stimmt gar nicht. Da war mein ganzes Weltbild auf einmal zerstört. Die ganze Fassade zerfiel in Asche. Und so war das auch mit meinem Leben. Vor der Schleierhalle in Stuttgart. Mehr als 10.000 Jugendliche aus ganz Deutschland strömen zur Holy Spirit Night, einer christlichen Großveranstaltung. Für sie hier ist Jesus ein Retter, ein Vorbild. Davon wollen sie auch alle anderen überzeugen. Ich kann nicht schweigen von dem, was Jesus in mir gemacht hat und bewirkt hat. Und ich will einfach, dass so viele Leute wie möglich Jesus kennenlernen. Es sollen noch so viele gerettet werden, wie es irgend geht. Und das möchte ich einfach so in die Welt hinaustragen. Wenn man einfach das Herz von Gott mehr und mehr kennenlernt und realisiert, dass er so gute Absichten für jeden Einzelnen hat, dann kann man fast nicht anders, als das weiterzugeben. Und Jesus ist einfach auch der beste Freund, der ihn einfach versteht und einfach die Lösung für alles. Organisiert wird diese Holy Spirit Night vom Gospel Forum, einer extrem konservativen christlichen Gemeinde. Mit herkömmlichen Gottesdiensten hat das hier nichts zu tun. Komm in mein Herz, sei mein Gott, sei mein Herr und sei mein Retter. Ab heute Abend bin ich Christ und folge dir nach für den Rest meines Lebens. Und alle sagen gemeinsam, Amen. Jesus, angepriesen wie ein Allheilmittel. Die, die dabei sind, glauben daran. Andere sehen das kritisch. Es erinnert mich an Managerseminare und dann aber auch eher noch an die schlechteren, würde ich sagen, wie da eingeschworen wird auf eine bestimmte Philosophie, wie man sein Produkt am besten an Mann bringt und wie dann dieses Produkt überall in dieser Welt verkauft sein wird und alle glücklich sein werden, nur mit diesem Produkt. Also es erinnert mich einfach an die Werbung, die im Fernsehen läuft. Mit dieser Flasche Wein wirst du glücklich sein. Das Klinikum Stuttgart Bad Cannstatt. Hierher kommen auch die Menschen, die mit dem Produkt Jesus nicht glücklich geworden sind. Um sie kümmert sich auch Pfarrer Joachim Schlecht, redet mit ihnen über ihre Erlebnisse in diesen sogenannten charismatischen Gemeinden. Ich habe den Eindruck, dass der Glaube als Machtmittel benutzt wird, dass Menschen damit auch manipuliert werden. Und nicht die Freiheit, die das Evangelium eigentlich auch transportieren will, nicht rübergebracht wird, sondern eher eben Menschen auf eine bestimmte Linie gebracht werden. Ich empfinde es als eine Art von Gewalt, die da ausgeübt wird. Genauso haben es auch ehemalige Mitglieder des Gospelforums empfunden. Mit vielen haben wir gesprochen. Manche sind noch immer bestürzt, andere schämen sich oder haben Angst. Deshalb wollen sie anonym bleiben. Ihre Erlebnisberichte aber liegen uns vor. Eine gewisse Zeit ist alles ganz offen. Solange du Gast im Gospelforum bist, kannst du dich verhalten, wie du willst. Irgendwann werden sie kommen und fragen, ob du in einer Hauskirche mitmachst. Und sie werden dich dann in den Glaubensgrundkurs einladen. Wenn du darauf eingehst, dann zieht sich die Schlinge langsam zu. Genau so habe ich es erlebt. Zu den Gottesdiensten des Gospelforums in Stuttgart kommen nach eigenen Angaben bis zu 3.000 Besucher, Woche für Woche. Doch wer wirklich zur Gemeinde gehören will, von dem wird mehr als nur der Gottesdienstbesuch verlangt. Glaubenstreffen in kleiner Runde, Bibelkurse oder auch Eheseminare.
Erst hier offenbaren sich die rigiden Ansichten und engen Lebensvorschriften dieser Gemeinde. So schildern es die, die das erlebt haben. In den Vorgesprächen zu unserer Hochzeit wurde mir vom Pastor direkt gesagt, dass ich mich den Entscheidungen meines Mannes unterordnen soll, auch in sexueller Hinsicht. Also wenn der Mann will, dann soll ich auch wollen, denn als Ehefrau hat man ja die Pflicht dazu. Das wurde mir direkt so gesagt. Sie geben vor, dass Sie bibeltreue Christen sind, für die Gott und Jesus im Mittelpunkt steht. Aber nach meiner Erfahrung dreht sich alles um Geld, Anerkennung und um Macht. Jede Zunge wird bekennen, dass er ganz alleine der Herr ist auf der ganzen Welt. Komm, wir geben ihm nochmal einen herrlichen Applaus. We love you, Lord! We love you! Peter Wenz. Seit 30 Jahren ist er der Leiter des Gospelforums. Fasziniert durch solche Events immer wieder auch Jugendliche. Doch hinter der Fassade gibt es strenge Vorschriften. Auch zu Dingen, die als okkult gelten, also angeblich aus der Hölle stammen. Dazu gehören unter anderem Maskottchen oder Hufeisen, aber auch einige Kampfsportarten oder bekannte Kunstfiguren. Harry Potter soll angeblich pädagogisch so wertvoll sein, habe ich gehört. Ihr lieben Freunde, das, was Harry Potter bietet, sind erst einmal Märchen aus Tausend und einer Nacht. Aber die Fantasie der Kinder ist gefährdet, wenn sie sich damit beschäftigen und sich für das Okkulte öffnen. Das ist das Problem. Bei einigen dieser Gruppen in Stuttgart habe ich das Gefühl, ist gerade ein Thema, dass Stuttgart wie durch eine Käseglocke mit Dämonen überstülpt ist. Und man muss Stuttgart frei beten. Und das entspricht dem Lebensgefühl von manchen psychisch Erkrankten auch, dass da viel Böses und Dämonen um einen herum sind oder auch der Teufel gar oder Engel miteinander kämpfen. Und im Namen Jesus, in der Vollmacht des Heiligen Geistes, erkläre ich die Macht der Finsternis und des Teufels und des Todes, des Bösen über deinem Leben für zerbrochen. Und die Gnade des Allmächtigen sei mit dir in Jesu Namen. Mit uns will Peter Wenz nicht sprechen, erlaubt uns auch keine Aufnahmen in seiner Gemeinde. Schriftlich bestreitet er alle Vorwürfe. Peter Wenz sitzt im Bundesvorstand der Evangelischen Allianz. Wir fragen seinen Vorstandskollegen Jürgen Werth, was ist los beim Gospelforum? Das kann ich jetzt hier öffentlich gar nichts dazu sagen, weil ich das nicht beurteilen kann. Da müsste man wirklich über jeden einzelnen Fall mit Peter Wenz oder mit anderen Mitarbeitern ins Gespräch kommen und versuchen, das zu klären. Die Evangelische Allianz ist der bundesweite Dachverband von vielen sogenannten Freikirchen, unabhängigen Kirchengemeinden, aber auch Teilen der Landeskirchen. Nach eigenen Angaben vertreten sie etwa 1,3 Millionen Gläubige. Sie eint im Wesentlichen der Glaube an die Unfehlbarkeit der Bibel. Viele sehen Jesus als Retter, der auch heute noch Wunder wie Heilungen vollbringe. Die, die Jesus ablehnen, seien verdammt und sollten gerettet, also missioniert werden. Sie selbst beschreiben sich so. Das sind die Frommen im Lande, das sind die, die mit Ernst und Freude und Begeisterung Christen sein wollen, die ihren Glauben wirklich ernst nehmen und die möchten, dass dieser Glaube ihr Leben bestimmt. Menschen, die davon auch reden. Sie redet viel davon. Gabriele Wendland aus Hamburg. Auch sie ist Mitglied im Vorstand der Evangelischen Allianz. Frau Wendland macht eine großartige Arbeit und sie kümmert sich um Menschen, an die andere so gar nicht herankommen und die Menschen, andere Menschen vielleicht so gar nicht erreichen können. Gabriele Wendland inszeniert sich gern als Kämpferin gegen Menschenhandel und als Retterin von Zwangsprostituierten. Ich darf diese jungen Frauen in den Arm nehmen und ich darf sie zu Jesus führen. Ich darf ihnen zeigen, wer Jesus ist. Und wenn dann eine solche junge Frau sagt, die 1.000 bis 2.000 Mal vergewaltigt worden ist, die 10 Abtreibungen hinter sich hat, die 20 Jahre alt ist, die keine Zukunft mehr hat, wenn die erkennt, dass sie wertvoll ist, dass sie schön ist, dass sie nochmal wieder einen neuen Anfang machen darf, Leute, da fällt dir nichts mehr ein. Dann hast du das Himmelreich sichtbar vor dir. Menschenhandel muss in Deutschland gestoppt werden. Wenn ihr ansonsten noch wissen möchtet, was gegen Menschenhandel zu tun ist, dann lasst euch jetzt gleich einen Flyer geben. Dort steht drauf. Mit solchen Aktionen und aufrüttelnden Videos wirbt sie um Aufmerksamkeit und Spenden für ihren Verein Mission Freedom.
Hier beim Landeskriminalamt in Hamburg ist der Verein bestens bekannt. Die Erkenntnisse sind eindeutig. Wir arbeiten mit dem Mission Freedom nicht zusammen. Wir geben auch keine Frauen dorthin. Und auch im Rahmen der normalen Präventionsrunden im Milieu, die wir machen, auch dort weisen wir nicht auf Mission Freedom hin. Insofern, die Zusammenarbeit gibt es da nicht. Auch der Hamburger Senat distanziert sich von den Aktivitäten des Vereins. Einer der Gründe für die Ablehnung ist diese DVD, Heiße Ware, produziert im Auftrag von Mission Freedom. Darin erzählt eine Lisa, die wir unkenntlich gemacht haben, über ihre angebliche Vergangenheit als Zwangsprostituierte. Die Vergewaltigung in der Wohnung meines Vaters ging weiter und irgendwann reichte es ihm nicht mehr aus, mich nur an seine Freunde zu verkaufen. Und er hatte ein Bordell auf dem Kiez in Hamburg und ja, dort schickte er mich dann hin. Mit dieser Leidensgeschichte wirbt Gabriele Wendland auf vielen Veranstaltungen für ihren Verein, auch auf dem Evangelischen Kirchentag. Immer wieder große Betroffenheit. Jörn Blicke kennt Lisas Geschichte, hat sie als Lüge entlarvt. Wir wissen, wer der Vater ist. Dieser Vater ist keine Rotlichtperson. Der besitzt kein Bordell, hat auch nie eines besessen und hat auch niemanden dort zur Prostitution gebracht. Weder minderjährige Kinder noch sonst irgendwen. Insofern ist diese ganze Geschichte, die sich um die Unterbringung auf dem Kiez hier in Hamburg rankt, frei erfunden. Und genau das teilt er Gabriele Wendland schon im letzten Jahr mit. Wir hatten ein Gespräch und ich habe sie noch mal darauf aufmerksam gemacht, dass diese Geschichte so nicht stimmen kann. Vom Eindruck her würde ich sagen, sie wollte das gar nicht wissen. Laut LKA ist diese Geschichte komplett falsch. Diese junge Frau gibt es. Wir haben, wie gesagt, sie mehrmals von verschiedenen Personen interviewen lassen. Nicht nur wir haben sie interviewt, sondern andere auch. Sie sagt, dass diese Geschichte so ist, wie es gewesen ist. Wissen Sie, da steht Aussage gegen Aussage. Solche Ermittlungsergebnisse mit so einem Statement vom Tisch zu wischen, finde ich schon beeindruckend. Mittlerweile hat sich nach Medienberichten auch Lisa von Mission Freedom und ihrer vermeintlichen Vergangenheit distanziert. Die Geschichte von der falschen Hure geht als Lügengeschichte der Frau Wendland durch die Medien. Das tut schon weh, wenn man dann so im ersten Moment so etwas liest. Doch diese Lügengeschichte hat ihr nicht geschadet, ganz im Gegenteil. Ganz ehrlich, es hat uns enorm viel Aufschwung gegeben. Es gab so viele Klicks auf unserer Homepage wie noch nie. Es gab so viele Einladungen wie noch nie. Nun hat ja Frau Wendland eine Geschichte verbreitet, die falsch ist. Stört Sie das gar nicht? Ich weiß das gar nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich höre das jetzt von Ihnen zum ersten Mal. Da würde ich Frau Wendland einfach mal danach fragen. Also Geschichten verbreiten, die nicht stimmen, das geht natürlich nicht. Also auch um irgendwelche höheren Ziele willen geht das nicht, sondern das, was wir sagen, muss schon stimmen und muss von der Wirklichkeit abgedeckt sein. Aber Frau Wendland ist ja jetzt auch im Vorstand der Evangelischen Allianz. Haben Sie sich da nicht irgendwie informiert? Ich höre das jetzt zum ersten Mal. Wir können das mit ihr besprechen. Da gäbe es vieles zu besprechen. Hinter diesen Hecken im Süden Hamburgs residiert Gabriele Wendlands bibeltreue Christengemeinde. Viele Gemeindemitglieder leben auf diesem Gelände. Einem etwa 2 Hektar großen Anwesen mit mehreren Wohnhäusern und einem Gemeindezentrum. Die ehemalige Stewardess kämpft als selbsternannte Pastorin gegen alles, was sie nicht biblisch findet. Vorehelicher Geschlechtsverkehr ist die erste große Sünde vor Gott. Alle, die vorehelich Geschlechtsverkehr hatten, wurden gesteinigt nach Gottes Gesetz. Gräuelsünden, sagt der Herr. Und bei Homosexualität und lesbisch sagt er, es ist ihm widerlich, steht in meiner Übersetzung. Es ist ihm widerlich. Berlin im Februar dieses Jahres. Für ihre angeblich herausragenden Leistungen für die Gesellschaft wird Gabriele Wendland geehrt. Mit dem Bürgerpreis der Deutschen Zeitungsverleger, dotiert mit 20.000 Euro. Die Wahl zum Bürger oder zur Bürgerin des Jahres, meine Damen und Herren, haben wir in die Hände der größten und kompetentesten Jury gelegt, die wir aufbieten können. Das ist die Gesamtheit der Chefredakteure der Deutschen Zeitung. Ich habe einfach gesagt, jetzt kann ich nicht mehr schweigen. Ich weiß zu viel, jetzt muss ich handeln. Und dann ist Mission Freedom geboren.
Eine große Bühne für Gabriele Wendland. Die heftige Kritik an ihr und ihrem Verein perlt an den Zeitungsverlegern ab. Es ist ein Vorschlag des Hamburger Abendblatts. Die Kollegen haben Gabi Wendland und Mission Freedom vorgeschlagen. Sie haben sich natürlich intensiver damit beschäftigt als alle anderen. Natürlich muss man auch eingestehen, dass es sicher Dinge gibt bei Mission Freedom, die nicht optimal gelaufen sind. Aber das ist ganz oft bei jungen Organisationen, die aus bürgerlichem Engagement entstehen, am Anfang so, dass man Fehler macht. Und das muss man, glaube ich, auch dieser Organisation zugestehen. Ihre Karriere geht also ungestört weiter. In Hamburg und auch bundesweit, im Vorstand der Evangelischen Allianz. Sie ist stolz und will noch viel mehr, das sollen alle wissen. Der Bürgerpreis ist eine persönliche Anerkennung, ganz sicher, weil ich viele, viele Tausende von Stunden schon gearbeitet habe gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution. Und das Gefühl hatte, als ich den Preis bekam, hat mich jemand beobachtet, hat jemand meine Stunden gezählt. Es war eine ganz tiefe Berührung in meinem Herzen. Gleichzeitig habe ich gewusst, jetzt habe ich einen goldenen Schlüssel in der Hand, um Türen zu öffnen, die vielleicht noch verschlossen sind. Zum Beispiel in die Politik. Wetzlar. Hier produzieren die Evangelikalen christliche Sendungen. Empfangbar in Fernsehen, Radio und Internet. Allein hier hat der Evangeliumsrundfunk ERF nach eigenen Angaben mehr als 230 Mitarbeiter. Sein Leitbild: Menschen sollen Gott kennenlernen und er soll ihr Leben verändern. Damit diese christliche Botschaft noch mehr Menschen erreicht, kooperiert der ERF auch mit einem anderen Verkündigungssender, Bibel TV. Ein ganzer Fernsehsender für ein einziges Buch, die Bibel. Bibel TV. Der ERF sucht auch im Internet seine Gemeinde. Mit Kinderseiten, Spielen, Ratgeberseiten, auch zum richtigen Beten oder Auswegen aus der Sexsucht. Das Programm richtet sich an Menschen, die irgendwie religiös-musikalisch sind. Wir möchten gerne unsere Inhalte transportieren. Wir möchten schon, dass das, was wir dann auch senden, evangelisch ist im guten Sinne des Wortes, also Evangeliumstransportmittel. Doch dieses Evangeliumstransportmittel ist vielen zu dröge und zu verstaubt. Sie wollen lieber ihre Kirche 2.0, präsentieren sich mit ihren spektakulären Events auf eigenen Plattformen im Internet. Darunter vor allem sogenannte charismatische Gemeinden, die glauben, dass bei ihren Veranstaltungen der Heilige Geist die Körper der Gläubigen berührt. Das Internet als Missionsplattform. Da haben die Charismatiker zurzeit so richtig die Nase vorne, denke ich. Die sind laut, die sind auffällig, die berichten auf jeden Fall von sehr großen Erfolgserlebnissen mit ihren Heilungen. Und die verstehen dieses Geschäft, auf dem Markt präsent zu sein, zurzeit, denke ich, von uns allen am besten, wenn ich da jetzt einfach mich sozusagen auch als Marktplayer dann mal sehe. Brandenburg. Auch hier, in der idyllischen Provinz, agiert ein solcher Marktplayer. Will, so sagt er, mit seiner Organisation Zukunft für dich Menschen helfen. Geschützt durch die Zäune eines ehemaligen Bundeswehrgeländes arbeitet er von hier aus an seiner Mission. Jörg Kohlhepp. Und als ich mich für Jesus entschieden habe, habe ich zu Gott gesagt: Gott, wenn ich dir folge, ich will kein langweiliges Christen sein. Ja, ich will kein langweiliges. Es muss mehr Spaß machen wie 300 auf der Autobahn. Ja, das bin ich früher gefahren. 300 auf der Autobahn zwischen LKWs durch. Es muss mehr Spaß machen. Ja, es muss mehr Spaß machen wie Pornos. Es muss mehr Spaß machen wie Selbstbefriedigung. Es muss mehr Spaß machen. Und da habe ich gesagt: Gott, das ist mein Ziel. Und Gott hat gesagt: Werd Evangelist. Und er hörte auf Gott und wurde Evangelist. Mit einem klaren Auftrag, durch Gott jeden Menschen eine gute Zukunft zu geben. Jörg Kohlhepp hat sich vor allem auf Kinder spezialisiert. Über Jesus, den Superstar, und die anderen Aktivitäten seines Vereins Zukunft für dich hätten wir gern mit Jörg Kohlhepp gesprochen. Dürfen wir Ihnen ein paar Fragen stellen? Um was geht's denn? Es geht um ganz allgemeine Fragen über die Arbeit mit den alles, Kindern. Das verstehe ich, das ist alles richtig so, aber wir wollen das einfach nicht, ne? Machen Sie bitte die Kamera raus. Berlin, Oberschöneweide. Einer der Einsatzorte des selbsternannten Evangelisten. Mitten im Wohngebiet lockt sein Verein Zukunft für dich mit Freizeitangeboten. Bis zu 80 Jugendliche kommen wöchentlich hierher,
zu Jugenddisco und Minikids-Club. Auch hier gilt Drehverbot. Dafür erzählen Kinder aus der Umgebung, wie Zukunft für dich agiert. Auf Spielplätzen wie diesen lockt der Verein sie mit Süßigkeiten und Geschenken, sagen sie. Die meisten gehen ja eigentlich nur deswegen hin, weil es nur Süßigkeiten gibt. Oder andere gehen auch hin, weil sie an Gott glauben. Eine Freundin hat mich halt da angesprochen und sie meinte halt, ich soll mitkommen. Weil wenn man jemanden mitbringt dahin, kriegt man halt ein Geschenk. Und derjenige, der mitkommt, kriegt halt auch ein Geschenk. Okay, und was war das für ein Geschenk? Halt so Gummibärchen oder halt so Malsachen. Und wenn man halt neu da ist, kriegt man halt so eine Bibel geschenkt. Über diese Geschenke, diese Lockangebote, beschweren sich Eltern und Sozialarbeiter immer wieder, auch bei ihm. Dem zuständigen Stadtrat im Bezirksamt. Doch er kann wenig tun, denn Zukunft für dich ist kein anerkannter Träger für Jugendarbeit. Umso mehr versteht er den Ärger. Ich teile diese Sicht. Also Kinder mit Geschenken zu gewinnen, erinnert mich eher an den Onkel, von dem man den Bonbon nicht nehmen soll. Und deshalb kommen uns so eine Angebote immer verdächtig vor. Und das heißt, wir gucken da genauer nach. Auch Markus Gattone guckt genau hin, ist besorgt über das, was die Kinder ihm erzählen. Die ganze Struktur ist eine missionarische. Also es geht ja hier um das Wort Gottes, um die Bibel, um deren Glaubeninhalte. Das steht ja meines Erachtens im Vordergrund, nicht die Spiele. Doch über diese vermeintlich harmlosen Spiele transportiert Zukunft für dich seine Glaubensinhalte. Die Hinwendung zu Jesus inszeniert der Verein mit simplen Methoden. Das Buch ohne Worte, das ist mit Farben gekennzeichnet. Und das ist sehr plakativ. Schwarz bedeutet dann, ich komme in die Hölle. Sag's, ich bin ein Sünder. Ich bin ein Sünder. Gold heißt, ich komme in den Himmel. Und so weiter und so fort. Also sie werden schon massiv beeinflusst. Wo liegt eine Seite? Was ist das? Dann komme ich in den Himmel. Dann komme ich in den Himmel. Ja, und grün? Wenn ich im Glauben wachsen will, muss ich Bibel lesen. Wenn ich im Glauben wachsen will, muss ich Bibel lesen und beten. Sag's mal hier rein. Wo wohnt Jesus? Im Himmel. Im Himmel, das ist richtig. Für richtige Antworten bekommen die Kinder zuweilen Geld, berichten sie. 70 Cent oder auch mal einen Euro. Damit die Kinder zu Zukunft für dich kommen, werden sie auch von zu Hause abgeholt. Mit dem Zukunft für dich Bus. Und wenn sie daran kein Interesse mehr haben, hinterlassen Vereinsmitarbeiter Nachrichten mit Süßigkeiten in den Briefkästen, erzählen die Kinder. Das ist ein bisschen übergriffig, nicht? Dass eben nicht die Freiwilligkeit im Vordergrund steht, sondern eigentlich so eine Art Zwang. Wir klingeln, wir holen dich ab. Es handelt sich um Kinder, die können nicht so gut Nein sagen. Das halte ich für problematisch. Bei mir bleibt der Eindruck, dass der Hauptzweck des Vereins nicht unbedingt Kinder- und Jugendarbeit ist, sondern missionarisch an schwierige Mütter oder auch an schwierige Kinder ranzukommen. Also an sich nicht das, was ich unter Jugendarbeit verstehe. Lüdenscheid. In der Innenstadt feiern Jugendliche Jesus. Sie sind Anhänger oder Mitarbeiter der Freien Christlichen Jugendgemeinschaft, FCJG. Hier am Stadtrand von Lüdenscheid hat der Verein sein Domizil. Die Durchfahrt für Autos ist verboten. Rund 70.000 Quadratmeter stehen für die christliche Missionsarbeit zur Verfügung. Die Hauptfigur ist Walter Heidenreich. Über ihn und seinen Verein gibt es immer wieder Berichte, vor allem bei Bibel-TV. Seit 30 Jahren leben und arbeiten Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins auf diesem Gelände. Dazu gehört ein Gebetshaus, ein Drogen-Reha-Zentrum und ein Schulungsseminar. Missionare werden hier für den weltweiten Dienst ausgebildet. Es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, die noch nie etwas von der guten Nachricht gehört haben. Mhm. Es gibt so viele Menschen in Not. Also das ist unglaublich und da wollten wir helfen. Ich will heute auch noch, dass diese Welt ein Stück besser wird. Auf dem Gelände der Gebetsberg für die Nationen, mitten im Wald. Auch von hier aus will der Verein von Walter Heidenreich die Welt ein Stück besser machen. Und er weiß, mit wessen Hilfe das möglich ist. Man muss nur berufen sein. Wer Jesus kennenlernt, der verliebt sich in Jesus und er fängt an zu brennen.
Und wessen das Herz voll ist, das geht der Mund über. Das ist unsere Berufung. Und naja, alles andere ist Führung. Diese Führung von Walter Heidenreich haben ehemalige Mitglieder hautnah erlebt und berichten darüber. Sie leben noch immer in Lüdenscheid, wollen deshalb anonym bleiben. Ich hatte irgendwann Angst vor meinen eigenen Gedanken. Ich hatte Angst vor Walter Heidenreich. Ich hatte Angst, dass ich zu rebellisch werde. Die Angst war Tag und Nacht da. Ich habe das alles über Jahre geschluckt, weil ich immer dachte, diese Last, die Schwere, die ist von Gott. Das ist eine Prüfung. Das muss ich aushalten. In der FCJG fand eine radikale Hinwendung zu Gott statt und eine damit verbundene Weltfremdheit. Es gab keinen Kontakt nach außen. Es war wie ein Ghetto. Die Welt ist für die schwarz-weiß. In der Welt draußen, da rennt der Teufel rum. Und der schnappt sich zuerst die, die sich von der Herde entfernen. Damit die Herde zusammenbleibt, bestehe das Leben von morgens bis abends aus christlichem Programm. Persönliche Kontakte außerhalb des Vereins seien verpönt, die Anwerbung neuer Anhänger aber erwünscht. Wir haben dann erlebt, wie Gott uns wirklich, wir haben uns gar nicht angestrengt, wie Gott uns auf einmal diese Leute regelrecht servierte. Und es war ganz einfach auf einmal, diese Menschen zu Jesus zu führen. Gott servierte und Heidenreich forderte. So die Erinnerungen einiger ehemaliger Mitglieder. Wir sollten auch die Finanzen Gott unterordnen. Die Maxime von Walter Heidenreich war, Gott hat den fröhlichen Geber lieb. Es gab viel Gruppendruck. Beim Gottesdienst sollte man seine Geldspende hochzeigen, sodass ganz klar wurde, wer etwas gibt und wer nicht. Alle mussten die Hände heben und darin das Geld haben, was sie spenden wollten. Nur für die wurde dann gebetet, dass es ihnen gut geht, dass sie gesund bleiben. Wer kein Geld in der Hand hatte, war raus. Zu all diesen Vorwürfen, zu all den Aktivitäten der Freien Christlichen Jugendgemeinschaft Lüdenscheid hätten wir gerne mit dem ansonsten omnipräsenten Walter Heidenreich gesprochen. Doch wir werden von einer Mitarbeiterin abgewiesen, sollen die Kamera abstellen und das Gelände verlassen. Wäre es dann okay, wenn wir uns noch mal melden? Können Sie die ausmachen? Per E-Mail oder Telefon noch mal melden? Das können Sie gerne tun. Können Sie gerne tun. Okay. Das tun wir auch. Doch es bleibt dabei kein Interview. Walter Heidenreich sei wegen seiner Auslandsreisen nicht verfügbar. Auch in der Innenstadt von Lüdenscheid ist der Verein aktiv. Hier im sogenannten Wiedenhof kümmert man sich nach eigenen Angaben um Drogenabhängige. Wir haben ihnen immer gesagt, von vornherein, pass mal auf, hier gibt es keine Drogen mehr. Ja. Wir beten mit dir und dann wirst du Gott erleben. Und dann öffnet sich das für das, was wir hier leben. Und wenn du dich darauf einlässt, dann wirst du ganz schnell geheilt. Heilung, das wollte auch Marco. Sein Leben verlief chaotisch, war voller Brüche. Seine große Hoffnung, eine therapeutische Wohngemeinschaft bei der FCJG. Ich hatte mir von der FCJG Hilfe erhofft, im Leben wieder klarzukommen. Doch dort, wo ich hinkam, gab es kein geschultes Personal. Ein Großteil der Leute hatte einfach so eine ähnliche Geschichte hinter sich. Und die haben aus ihren Erfahrungen erzählt. Aber es gab in dem Sinne keine professionelle Seelsorge oder psychotherapeutische Betreuung. Auch in zwei weiteren Innenstadthäusern leben FCJG-Wohngemeinschaften, sollen zusammenarbeiten, sich gegenseitig unterstützen. Doch diese Hilfsangebote unterliegen einer strengen Hierarchie, mit Walter Heidenreich an der Spitze. Wir wohnen zusammen, wir essen zusammen, wir arbeiten zusammen, wir beten zusammen, wir reden zusammen. Seelsorge, das ist das ganze Paket. Keine freie Minute, kein Privatleben. Ehemalige Mitglieder sprechen von einer absoluten Kontrolle. Die Gemeinschaft mische sich sogar in persönliche Beziehungen ein. Der stärkste Vorwurf, den ich der FCJG mache, ist, dass Menschen in die Lebensuntauglichkeit geführt werden, weil es so eine starke Bindung an die Gemeinschaft gibt. Und die Gemeinschaft einfach mit Gott gleichgesetzt wird. Und das führt Menschen in so eine Abhängigkeit, dass sie losgelöst davon ganz oft nicht mehr in der Lage sind, ein eigenständiges Leben zu führen. Schriftlich behauptet die FCJG, schon vielen Menschen erfolgreich geholfen zu haben. Im Übrigen fühle man sich einem christlich-biblischen Menschenbild verpflichtet. Menschen zu Jesus zu führen, das ist das größte Glück,
im ganzen Universum. Ich wünsche dir beim Fischfang viel Erfolg. Und dieser Fischfang geht weiter. Die FCJG finanziert sich wie andere charismatische Gemeinden auch durch Spenden und den sogenannten Zehnten, also 10% des Einkommens ihrer Mitglieder. Die FCJG gehört zur Evangelischen Allianz Lüdenscheid. Wie geht die Evangelische Allianz damit um? Ich weiß nicht genau, wie die Situation in Lüdenscheid ist, wie die Rolle der christlichen Jugendgemeinschaft in der Evangelischen Allianz in Lüdenscheid ist. Aber ich weiß, dass Menschen dort auch dann, wenn solche Dinge auftreten würden, immer im Gespräch sein würden miteinander. Die Innenstadt von Tübingen. Die TOS-Gemeinde Tübingen lockt mit Tanz und Musik, schwärmt vom Menschen als Königskind und Meisterstück. Du bist ein Königskind, du bist ein Meisterstück. Gott hat einen Plan für dich, er hat einen Plan für dich, er hat einen Plan für dich. Gott hat einen Plan für dich. Ich glaube persönlich, dass das die Berufung ist von jedem Menschen. Eine persönliche Beziehung zu Gott zu haben, dafür hat Gott uns geschaffen. Er hat mich geheilt von verschiedenen Krankheiten, speziell Geschen, Finger, Gelenke, Schmerzen und Steifigkeit verschwunden. Genau, und ich liebe Jesus, deshalb bin ich hier und möchte, dass die Leute, andere Menschen auch das hören. Wir brauchen Erlösung, wir brauchen Rettung, ich will die Ewigkeit nicht in der Hölle verbringen. Ich will gerettet werden und das braucht jeder. TOS-Anhänger verteilen Flyer, wollen neue Mitstreiter gewinnen. Hey, du bekommst Freiheit, du bekommst die Liebe, aber du sollst es weitergeben. Deshalb sind wir hier. Der Leiter der TOS redet mit uns, erklärt seine Sicht des Evangeliums. Das Evangelium, das ist erfahrbar, erlebbar. Jesus Christus, der Sohn Gottes, kann man erfahren, erleben, in sein Leben einladen. Er vergibt, er gibt eine neue Chance. Er ist nur ein Gebet von ihnen entfernt. So, das ist die Botschaft des Evangeliums. Die Botschaft des Evangeliums erfahrbar machen. Auch hier im Gemeindezentrum in einem Tübinger Gewerbegebiet. Mit Veranstaltungen, auch mit Predigern aus dem Ausland. For you are obtaining the goal of your faith. Denn ihr erreicht das Ziel eures Glaubens. The salvation of your souls. Die Errettung eurer Seelen. How many are saved? Wie viele von euch sind gerettet? Das Schreien und Zittern wird hier als direkte Berührung durch den Heiligen Geist gedeutet. Oh God, get everybody in the back row. Also, Gott, erwischt jetzt alle, die ganz hinten stehen. Wir Menschen suchen das heutzutage, emotionale Erlebnisse. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dort wird es aber auch benutzt, um etwas, die Menschen an sich zu binden und diese Erlebnisse immer wieder zu wollen und da immer wieder sich auch rein versenken zu können. Und da wehrt sich in mir einfach auch etwas dagegen. Neben den emotionalen Erlebnissen propagiert die TOS auch sogenannte Lebenszeugnisse, wie Gott die Menschen befreit habe von Drogen, Gewalt und Krankheit. Das sind die Schattenseiten und es gibt die Lichtseite und wo Schatten ist, ist immer Licht. Und wo Licht ist, da muss der Schatten weichen. Und woher kommt der Schatten? Aus der Hölle. Von Satan. Als Christ glaube ich natürlich, dass es Himmel, Hölle, dass es ewiges Leben und auch Verdammnis gibt und dass jeder Mensch irgendwann mal vor Gott stehen muss und Rechenschaft abzulegen für sein Leben. Und dazu gehört eben auch die biblische Aussage, dass es Verdammnis, dass es Tod und Teufel gibt. Sonst hätte Jesus gar nicht zu sterben brauchen. In internen Gebetsrunden erzählen TOS-Mitarbeiter, wie vom Teufel geschaffene Krankheiten mit Gottes Hilfe geheilt werden könnten. Viele Betroffene hören dies in ihrer Verzweiflung nur allzu gern, klammern sich an die Botschaft der TOS-Gemeinde. Und diese Erfahrung ist, dass Gott übernatürlich eingreift, heilt, verändert. Und viele erleben Heilung, manche auch nicht. Aber jeder erlebt eine Berührung Gottes, eine Berührung der Liebe Gottes. Und das ist das Wichtigste daran. Doch viele, die diese Berührung Gottes nicht erleben, fühlen sich schuldig, glauben, dass ihre Seele vom Teufel besessen sei.
Das erlebe ich hier auch, dass Menschen solche Gefühle haben, auch starke Schuldgefühle dann auch da damit im Zusammenhang haben. Manche wünschen sich dann natürlich, dass dieser Teufel ausgetrieben wird. Und wünschen das dann manchmal sogar von mir als Seelsorger. Und ich kann da nur sagen, ich mache das nicht. Ihn irritiert auch, dass viele Mitglieder charismatischer Gemeinden eine vollständige Auflistung ihrer angeblichen Sünden erstellen sollen. Ich mache mir Sorge, was mit diesen Menschen, die sich geöffnet haben, auf die Dauer passiert. Manche finden vielleicht da rein und fühlen sich da ernst genommen, aber ich glaube, mancher schämt sich hinterher zum Beispiel für das, was er da gesagt hat und hat Angst, wie wird da damit umgegangen. Bei der TOS-Gemeinde umfasst der Sündenkatalog mehrere Seiten. Aufgeführt sind unter anderem Geschlechtsverkehr vor der Ehe, eigene Eltern als Kind nackt gesehen, Selbstbefriedigung, Homosexualität. Homosexualität nur eine Sünde oder doch eine Krankheit? Homosexualität ist keine Krankheit. Die Bibel selber empfindet es als eine Lebensorientierung, als einen Lebensstil, den sie nicht befürwortet. Und da muss ich dann selber was mitmachen. Doch was? Ein schwuler Panorama-Reporter will es genau wissen, kennt andere wundersame Heilungen bei TOS-Veranstaltungen. Herbert, komm mal ganz kurz. Wir haben heute keine Zeit, dass du hier Zeugnis gibst, aber ich will euch Herbert mal vorstellen. Vor 5 Jahren hat er die Diagnose Krebs gekriegt, also Lymphdrüsenkrebs, und das hieß, dass er tot ist. Also, aber nein, weil der Herr hat gesagt, du sollst leben. Nix da. Halleluja. Auch ich bin zum Gottesdienst gekommen, mit einer versteckten Kamera. Ich will mit dem Arzt Dr. Arne Elsen sprechen. Nach seiner Predigt bittet er alle Kranken nach vorne zum Gebet. Zufällig tauche ich auch auf den Videoaufnahmen auf, die die Gemeinde im Internet zeigt. Ich tue so, als sei ich ein normaler Gottesdienstbesucher. Denn ich will eine ehrliche Antwort. Hält Dr. Elsen meine Homosexualität für therapierbar? Keine Frage. Logisch. Ich segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und am Ende rät er mir noch, alle 10 Minuten zu beten. Und wenn es in den Tagen danach nicht besser wird, soll ich in seine Praxis kommen. Ich habe tatsächlich einen Termin bei ihm in der Sprechstunde in seiner Praxis in Hamburg bekommen. Und dort hat er dann nochmal für mich gebetet, hat mir erklärt, dass er die Dämonen, die in mir seien, austreiben müsse. Den Geist der Homosexualität, der muss ausgetrieben werden. Und dann hat er mir während des Gebetes mit Öl auf die Stirn gerieben und hat danach behauptet, dass es tatsächlich Erfolg gehabt habe. Er hat mich gefragt, ob ich gemerkt habe, dass eine Wolke rausgekommen sei und ein Geist sei rausgekommen. Ich muss aber ehrlich gestehen, dass ich davon überhaupt gar nichts gemerkt habe. Auch hier am Marktplatz in Tübingen ist die TOS in bester Lage präsent mit ihrem Treffpunkt Jesus Live. Im Schaufenster trommelt der Verein für noch eine Mission: die Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit, die Decke des Schweigens zu zerbrechen. Zuallererst spreche ich von Traumata, von Ängsten. Und Therapeuten sagen, dass bis zu 3/4 der deutschen Bevölkerung noch unter dem Schatten des Holocaust leben. Es gibt auch die Möglichkeit, eben durch Therapien, und ich sage das natürlich auch als Pastor, auch durch Gebet, gibt es eben die Möglichkeit auch der Heilung, der Befreiung. Und wo Therapeuten nicht weiterkommen, da kommt Jesus, da kommt Gott weiter, da kommen wir weiter durch Gebet. Ich löse mich im Namen Jesu, von der Wehrmacht, Waffen-SS. Und zerbreche diese Flüche über mir. Die Fahnenschwüre, Hitlergruß. Fahnenschwüre und Hitlergruß. Thema auch auf Veranstaltungen wie dieser, initiiert von der TOS-Gemeinde. Unübersehbar die Solidarität mit Israel. Die deutschen Nazi-Verbrechen sollen durch öffentliche Bekenntnisse zur Schuld der Vorfahren und durch Gebete für beendet erklärt werden. Vergib mir. Vergib auch meinem deutschen Volk. In diesem Gebet sagst du einfach nur: Herr, mein Großvater, meine Großmutter,
waren bei der SS oder bei der Wehrmacht oder waren dieses oder jenes. Nenn die Dinge bei Namen, ist schon Geist der Buße her. Komm, nehmt euch. Gott ist hier. Das ist die Nazi-Schuld. Das ist die Blutschuld, Herr. Vergib uns, Herr. Solche Botschaften, solche Gebete gibt es mittlerweile an vielen Orten, weil es der TOS gelungen ist, andere Organisationen als Partner zu gewinnen, als Verbündete für ihr schlichtes Weltbild, ihre christliche Mission. Ich löse mich im Namen Jesu von der Wehrmacht, Waffen-SS. Ich erkläre im Namen Jesu die Auswirkung der Blutschuld für beendet. Beendet. Ganz einfach. Verschwunden damit angeblich die Folgen dieser Blutschuld, auch Krankheiten. Dass die Krebsknoten verschwinden gerade, Geist des Todes zerbricht über dir im Namen Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus. Danke, wo du die Heilung empfangen hast, wink mir mal zu. Wink mir mal zu. Wo die Symptome verschwunden, Freude, wo, Halleluja, wink mir mal zu, wo du Heilung empfangen hast. Halleluja, wink mir mal zu. Wo ist gerade Depression weggegangen? Wink mir mal zu einfach. Schwermut. Wink mir zu. Halleluja. Guck mal hier, was da passiert gerade. Feuer Gottes. Danke, Jesus. Halt sie fest. Danke, Jesus. Wo sind Schmerzen gerade verschwunden? Kann ich mal sehen? Selbsternannte Pastoren, die sich von Gott berufen fühlen, die mit emotionalen Erlebnissen immer wieder um neue Anhänger werben und oftmals Menschen auf der Suche nach Sinn und Hilfe manipulieren, den Glauben als Machtmittel missbrauchen. Ich denke, von manchen von diesen Menschen in diesen fundamentalistischen christlichen Gruppierungen, wenn die wirklich Macht in unserer Gesellschaft hätten und bestimmen könnten, ich weiß nicht, wie andere Menschen da wirklich auch Platz zum Leben hätten und diese Buntheit der Welt einfach auch akzeptiert wird. Die Buntheit der Welt. Natürlich gibt es auch bei den Evangelikalen Anhänger, die diese Buntheit befürworten. Aber immer wieder gibt es eben auch erschreckende Einblicke, die die ganze evangelikale Bewegung diskreditieren. Zur Evangelischen Allianz kann eigentlich nur der gehören, der sagt, auch was andere denken, auch was andere glauben, ist durchaus berechtigt. Nicht nur mein eigener Weg, meine eigene Art des Lebens und des Glaubens ist die einzige. Wer eine Allianzgesinnung hat, der muss einfach ein Stückchen tolerant sein. Ein Stückchen tolerant. Nur ein Stückchen?